بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine lieben Geschwister, wir wollen heute insha'Allah ta'ala unsere Reihe über die Sira fortführen. Und das letzte Mal hatten wir ja über die Auswanderung der Muslime oder eines Teiles der Muslime nach Abessinien gesprochen gehabt. Und wir haben die Einzelheiten auch erläutert und haben aufgezeigt gehabt, dass es zwei Auswanderungen nach Abessinien gab. Einmal eine kleinere Gruppe zunächst, welche dann hörte, dass die Quraysh den Islam angenommen haben, weil sich das Gerücht verbreitet hatte, aufgrund eines Ereignisses, auf das wir insha'Allah ta'ala noch etwas näher eingehen werden. Und dann aber wieder mit einer größeren Gruppe, nachdem sie nach Mekka zurückgekehrt waren und enttäuscht wurden, dass die Quraysh nicht Muslime geworden sind, mit einer größeren Gruppe von über 80 Männern und circa 15 bis 19 Frauen nach Abessinien ausgewandert sind. Und wir haben auch aufgezeigt gehabt, wie der Negus, der Herrscher von Abessinien, der ein gläubiger Christ gewesen war und ein gerechter Herrscher gewesen war, sie dort aufgenommen hat, gegen den Willen der Quraysh, welche versucht hatten, ihn dazu zu bringen, dass er die Flüchtlinge, welche zu ihm geflüchtet sind, wieder ausweist und nach Mekka schickt, aber er sich dagegen stellte und sogar dann Muslim wurde. Aufgrund der Verse, welche er hörte von den Muslimen, als er nämlich die Muslime fragte, was denn Muhammad sallallahu alaihi wa sallam über Jesus sagte und er daraufhin aufzeigte, dass dies genau das ist, was er ebenfalls über Jesus glaubt und somit Muslim geworden ist. Wir wollten heute eigentlich beginnen mit der Geschichte über die satanischen Verse. Nur ich habe mich dafür entschieden, dass wir diese Geschichte auf doch das nächste Mal verschieben. Aus einem ganz einfachen Grund, weil wir heute über den Islam von zwei wichtigen Persönlichkeiten sprechen werden. Wir werden heute über die Konversion von zwei Männern sprechen, welche die Situation der Muslime in Mekka grundlegend verändern sollten. Und da wir etwas ausführlicher auf ihre Geschichten eingehen wollen, möchte ich gerne insha'Allah ta'ala aus zeitlichen Gründen diesen Exkurs zu der Geschichte der satanischen Verse, der sehr, sehr wichtig ist, auf nächste Woche verschieben, insha'Allah ta'ala, oder auf unsere nächste Einheit verschieben, insha'Allah ta'ala. Wir haben ja gesagt gehabt, dass die Auswanderung nach Abessinien in welchem Jahr stattgefunden hat, könnt ihr euch noch erinnern? In welchem Jahr sind die Muslime nach Abessinien ausgewandert? Im fünften Jahr nach der Bi'tha, nach der Verkündung oder nach der sozusagen dem Empfangen der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala, sind sie nach Abessinien ausgewandert. Während die Muslime auswanderten nach Abessinien, kurz darauf sollte sich jetzt etwas Wichtiges in Mekka tun. Wir hatten ja aufgezeigt gehabt, der Grund, weshalb sie auswanderten, wäre welcher gewesen? Sie wurden zunehmend unterdrückt, verfolgt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte Mitleid mit seinen Gefährten. Er wollte ihnen nicht mehr aufbürden, als sie tragen können und hat ihnen dementsprechend gestattet, dass sie an einen anderen Ort auswandern dürfen oder zu einem anderen Ort auswandern dürfen, wo sie ihre Religion frei ausüben können. Und kurz nachdem die Muslime ausgewandert sind, sollten jetzt zwei Personen hintereinander den Islam annehmen. Zwei Personen, welche
die gesamte Situation der Muslime von einem Moment auf den anderen verändern sollten. Welche beiden wichtigen Personen sind das? Einmal, Nummer eins, der Onkel unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Hamza ibn Abd al-Muttalib. Und Nummer zwei, der Liebere der beiden Umars bei Allah subhanahu wa ta'ala, nämlich wer? Umar ibn Khattab radiallahu anhu wa ardan. Warum ich sage, der Liebere der beiden Umars, das werden wir gleich sehen, insha'Allah ta'ala. Beginnen wir erst einmal mit dem Islam und dem Grund dafür, dass der Onkel unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Hamza ibn Abd al-Muttalib, Muslim geworden ist. Die Geschichte ist einigen von euch sicherlich bekannt. Einige haben sicherlich den Film Ar-Risale gesehen und haben vielleicht noch die Bilder vor sich, aber lasst uns mal insha'Allah ta'ala diese Geschichte noch einmal ausführlich anschauen und auch schauen, wie er dann mit seiner Konversion umgegangen ist. Das ist auch sehr, sehr interessant. Und zwar Hamza ibn Abd al-Muttalib ist jemand gewesen, anders als beispielsweise Umar ibn Khattab oder als beispielsweise Abu Lahab, ebenfalls ein Onkel unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der dem Islam gegenüber neutral war. Es war ihm eigentlich egal gewesen. Also weder war er für den Islam, noch war er gegen den Islam gewesen. Aber er war jemand gewesen, für den seine Familie und gleichzeitig auch der Stolz seines Stammes und seines Unterstammes, nämlich der Banu Hashim, sehr, sehr wichtig gewesen ist. Also er legte großen Wert auf Traditionen. Und das spielte auch eine ganz wichtige Rolle dafür, dass er überhaupt Muslim geworden ist und Muslim blieb. Und zwar wird überliefert, dass Abu Jahl, der Erzfeind unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, eines Tages, während der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bei dem Hügel As-Safa war, zu ihm ging und ihn sah und zu ihm ging und anfing, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam aufs Übelste zu beschimpfen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er reagierte überhaupt nicht auf ihn, wie es überliefert wird. Er ließ ihn einfach schimpfen. Und das zeigt noch einmal, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Muslimen zeigte, wie sie mit solchen Übergriffen, verbalen Übergriffen, gerade in solch einer Situation umgehen sollten. Nämlich zunächst erst einmal versuchen, sich abzuwenden von solchen Menschen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Allah subhanahu wa ta'ala, er berichtet hierüber im Koran, indem er nämlich die Ibad al-Rahman, die Diener des Al-Abamas, beschreibt. Und die erste Eigenschaft, die er ihnen zuschreibt, ist welche? وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا. Und die Diener des Al-Abamas, welche auf der Erde mit Bescheidenheit umherwandeln. Und dann die zweite Eigenschaft gleich was? Also erst einmal Bescheidenheit, ganz wichtig. Und die zweite Eigenschaft, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Und wenn die Toren, die Unwissenden, sie ansprechen, beschimpfen, sich lustig machen über sie, was sagen sie daraufhin? Qalu salama. Sagen sie Frieden. Und das ist nicht einfach. Das kann nicht jeder. Aber so beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala die besten Menschen überhaupt. Und das beste Vorbild überhaupt ist das Vorbild unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Im Gesandten Allahs ist für euch ein gutes Vorbild. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ für denjenigen, der sich Allah erhofft. وَالْيَوْمَ الْآخِرِ und den jüngsten Tag. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا und Allahs viel gedenkt. Also diese Haltung, ich muss jedem gleich, auf gut Deutsch gesagt, auf die Dings hauen, ihr wisst schon, was ich meine? Ja, das ist eine Haltung, die es so eigentlich im Islam nicht gibt. Der Islam lehrt uns eigentlich genau das Gegenteil. Er sagt zwar nicht, du musst unbedingt noch deine linke Wange hinhalten, wenn dich jemand schlägt. Nein, du kannst dich wehren. Es ist erlaubt.
Aber er zeigt dir das Ideal, wie du in bestimmten Situationen zu reagieren hast, wenn jemand ausfällig wird, dir gegenüber oder gegenüber deiner Religion. Dass ich nicht meine Kontrolle verliere und wie es dann einige tun würden. Und wir hatten neulich eine Diskussion gehabt, wo dann einige gesagt haben, ja, wenn jemand in irgendeiner Weise mich beschimpfen würde oder meine Religion beschimpfen würde oder meine Eltern beschimpfen würde, ich würde ihn umbringen. Das ist nicht die Haltung des Islam. Das ist ein Macho-Verhalten. Das ist alles. Aber es ist nicht die Haltung des Islam. Der Islam gibt uns Maßstäbe, wie wir in bestimmten Situationen zu reagieren haben. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat dieses Verhalten nicht nur in Mekka gezeigt, wo er unterdrückt wurde, sondern auch in Medina, ganz, ganz wichtig. Immer dann, wenn es ihn persönlich betraf, hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, darüber hinweggesehen. Immer nur dann, wenn eindeutig Grenzen Allahs überschritten wurden, ist der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, strikt gewesen. Ihr kennt die Überlieferung mit dem Wüstenaraber, der zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kommt, in Medina. Er ist der absolute Herrscher. Also es gibt niemanden, der ihm zu diesem Zeitpunkt irgendetwas sagen könnte, theoretisch, wenn er wollte. Stammesstrukturen. Er ist Prophet, er ist gleichzeitig auch Stammesführer, der Vorsitzende der Gemeinschaft in Medina. Er könnte theoretisch tun und lassen, was er möchte. Und es kommt ein Wüstenaraber zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, nachdem er die Beute von einer Schlacht unter den Muslimen verteilte und sagte zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ittaqillaha ya Muhammad. Ittaqillaha ya Rasulallah. I'dil ya Muhammad. Verschiedene Versionen. Fürchte Allah, o Muhammad. Sei gerecht, o Muhammad. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie reagiert er? Er schlägt ihn nicht, er fordert niemanden auf, ihn zu schlagen, sondern er sagt lediglich, wenn ich nicht gerecht bin, wer soll dann gerecht sein? Ein anderer kommt zu ihm und er zieht den Propheten sallallahu alaihi wa sallam vor allen Leuten in Medina, ganz, ganz wichtig, an seinem Gewand, sodass er einen roten Abdruck an seinem Hals bekommt aufgrund des Saumes. Und das Einzige, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam tut, ist was? Er lächelt. Salawatu rabbi wa salamu alaihi. Wer ist also unser Maßstab? Irgendein Macho auf der Straße? Oder unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Und genau das ist es, was auch der Koran immer wieder bestätigt. Was sagt der Koran? Der Koran, er sagt über diejenigen, die am besten bei Allah sind, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Und wer sagt bessere Worte als jemand, der zu Allah einlädt? وَعَمِلَ صَالِحًا. Und rechtschaffen handelt. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Und sagt, ich gehöre zu den Gottergebenen. Und jetzt ganz, ganz wichtig, wie geht's weiter? وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Nicht gleich ist eine schlechte und eine gute Tat. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Wäre mit der besseren Tat ab. Also die schlechte Tat wäre mit einer guten Tat ab. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Sodass zwischen dir und demjenigen Feindseligkeit herrscht. Eine Beziehung wird, als wäre er dein Busenfreund, als wäre er dein engster Freund überhaupt. Und das haben wir schon oft erlebt. Dass Leute einem schräg kommen, aber man ist freundlich und man reagiert auf gute Weise. Und deswegen, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam in dieser Situation, er reagiert überhaupt nicht. Was geschieht jetzt? Eine Sklavin von Abdullah ibn Judan, sind beides nicht Muslime, beides Mushrikun, beides Götzendiener, sowohl die Sklavin als auch Abdullah ibn Judan. Sie beobachtet, was geschieht am As-Safa. Und wer kommt jetzt gerade von der Jagd zurück? Hamza ibn Abdul Muttalib. Hamza ibn Abdul Muttalib war ein kräftiger Mann gewesen. Er war ein Mann, der furchteinflößend ist. Und sie rannte zu ihm und sagte, O Hamza, weißt du, was gerade geschehen ist? Abu al-Hakam, also Abu Jahl, er hat soeben deinen Neffen aufs Übelste beschimpft. Hamza ibn Abd al-Muttalib, er macht sich direkt auf den Weg zu Abu Jahl. Abu Jahl sitzt vor der Kaaba, um ihn herum
seine Freunde. Und das Erste, was er zu ihm sagt, er begrüßt ihn erst einmal, er glaubt, dass er kommt, um mit ihm zu sprechen. Und das Allererste, was er sagt zu Abu Jahl: Hast du soeben meinen Neffen aufs Übelste beschimpft? Und er nimmt daraufhin seinen Bogen und schlägt ihm mit dem Bogen auf den Kopf, sodass er eine Platzwunde bekommt und das Blut von seiner Stirn herunterfließt. Und in diesem Moment sagt er zu Abu Jahl seine berühmten Worte: Beschimpfst du etwa Mohammed, obwohl ich seine Religion angenommen habe? Beschimpfst du etwa Mohammed, obwohl ich seine Religion angenommen habe? In einer anderen Version heißt es: Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Abu Jahl kann gar nicht reagieren. Sondern das Einzige, was er in diesem Moment sagt, und er ist sowas von durcheinander, er weiß gar nicht, wie er reagieren sollte, er sagt nur: Da'wa Abu Umar, Abu Umar, Abu Umar ist Hamza ibn Abd al-Muttalib, lasst ihn, laqad sababtu ibn akhihi sabban qabiha. Ich habe seinen Neffen aufs Übelste beschimpft. Hamza ibn Abd al-Muttalib, er bezeugt jetzt vor allen Leuten, dass er zu einem Muslim geworden ist. Die Frage ist die: Hat er sich überhaupt mit dem Islam wirklich auseinandergesetzt bis zu diesem Zeitpunkt? Nein. Er hat es einfach nur aus Stolz und aus Wut gesagt. Das ist alles. Und jetzt kommen die Traditionen, die ihm so wichtig sind und die er so ehrt. Und zu den Traditionen der damaligen Araber gehörte was? Dass ein Mann, der erst einmal etwas gesagt hat, zu seinem Wort steht. Aber er wusste nicht, was er tun soll. Und jetzt wird überliefert, dass Hamza ibn Abd al-Muttalib zurückkehrte. Und die ganze Zeit überlegte: Was soll ich jetzt tun? Ich habe jetzt gesagt, dass ich Muslim bin, aber ich bin gar kein Muslim. Und ich möchte an der Religion meiner Vorväter festhalten. Und in seiner Verzweiflung ging er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er bat ihn um Rat, was er tun könne. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann ihm erklärte, was der Islam ist und ihm eine Ermahnung gab und ihm über den jüngsten Tag erzählte und ihm ebenfalls frohe Botschaft übermittelte. Und Allah subhanahu wa ta'ala dann in diesem Moment den Iman in sein Herz legte und er gefestigt wurde. Und da sehen wir, subhanallah, wie manchmal die Menschen zu Allah subhanahu wa ta'ala finden. Die Menschen haben ganz unterschiedliche Wege. Es gibt manche, sie heiraten, nehmen den Islam an für eine Heirat, obwohl sie überhaupt nicht überzeugt sind, machen das nur für die Ehe. Und dann später, was ist? Sie fangen an, sich mit dem Islam zu beschäftigen und werden überzeugte Muslime. Ja, so etwas gibt es. Also es kann Menschen geben, die durchaus erst einmal etwas tun, wovon sie nicht überzeugt sind, und dann später Überzeugung finden. Es gibt verschiedene Wege zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wichtig in diesem Zusammenhang ist was? Dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er jemanden rechtleiten möchte, es niemanden gibt, der ihn von dieser Rechtleitung abbringen kann. Und genauso auch umgekehrt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht möchte, dass jemand Rechtleitung findet, dann wird diese Person auch keine Rechtleitung finden. Hier darf man das natürlich nicht falsch verstehen und sagen, wie kann es sein, dass Allah ta'ala das nicht möchte. Im Sinne von, dass er, wie gesagt, sieht, dass dieser Mensch nicht möchte und diesen Menschen dann in die Irre gehen lässt. Und so müssen wir all die Verse verstehen, in denen Allah subhanahu wa ta'ala darüber spricht, dass er jemanden rechtleiten möchte oder jemanden in die Irre führen möchte. Dass Allah subhanahu wa ta'ala das nicht gut heißt, dass er in die Irre geht, aber er lässt ihn gehen. Warum? Weil dieser Mensch nämlich über einen freien Willen verfügt. Und jetzt sagen die Überlieferer, dass Hamza der Erste ist, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala der Religion eine Stütze gegeben hat. Und das hat sich schnell herumgesprochen. Aber die noch viel wichtigere Stütze sollte genau 3 Tage später zum Islam konvertieren. Genau 3 Tage später. Und zwar handelt es sich hierbei um Umar ibn Khattab, der sehr, sehr schnell zu Al-Faruq wurde, zu demjenigen, der zwischen der Wahrheit und der Unwahrheit unterscheidet. Umar ibn Khattab ist eine Persönlichkeit, über die man alleine mehrere Vorträge halten könnte. Aber wir versuchen, insha'Allah ta'ala, kurz seine Geschichte und wie er Muslim geworden ist, in diesen Minuten, die wir haben, zusammenzufassen.
Umar ibn Khattab radiallahu anhu wa ardan, er ist im Gegensatz zu Hamza alles andere als neutral gewesen. Ja, er gehörte sogar zu jenen, welche die Muslime aktiv verfolgt haben. So hatte Umar ibn Khattab eine Sklavin gehabt, welche er einen ganzen Tag lang gefoltert hat und am Ende des Tages sagte, ich lasse nur von dir ab, weil mir langweilig geworden ist. Also er war sehr, sehr hart gewesen. Und wir werden auch gleich sehen, dass diese Härte dazu geführt hat, dass er sogar den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam umbringen wollte. Aber gleichzeitig hatte Umar ibn Khattab radiallahu anhu wa arda eine Eigenschaft in sich. Eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Und zwar, er war zwar äußerlich sehr, sehr hart gewesen, er hatte eine harte Schale gehabt, aber im tiefsten Inneren hatte er einen sehr weichen Kern gehabt. Und das hat man auch später gesehen. Umar ibn Khattab, obwohl er so hart war und auch bekannt dafür gewesen, dass er gerecht ist und dass sich niemand gegen sein Wort stellen kann, wenn er erstmal etwas entschieden hat, war gleichzeitig aber jemand gewesen, der manchmal mehrere Tage lang im Bett lag, aufgrund eines einzigen Verses, den er aus dem Koran gehört hat. Umar ibn Khattab war jemand gewesen, der hatte zwei schwarze Linien unter seinen Augen, weil er in der Nacht so viel geweint hat aus Ehrfurcht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und da sehen wir, ja, auf der einen Seite eine harte Schale, aber auf der anderen Seite einen sehr, sehr weichen Kern. Und genau dieser weiche Kern sollte dazu führen, dass Umar ibn Khattab radiallahu anhu zu der Wahrheit geführt hat. Es gab aber noch einen anderen Grund. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Wasila, eine sehr, sehr wichtige Wasila, ein Mittel, welches wir niemals unterschätzen dürfen, gerade wenn es darum geht, dass wir Menschen zu Allah einladen. Und was ist dieses Mittel? Das ist das Mittel des Dua, das Bittgebet. Und zwar, welches Bittgebet machte unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Bezug auf Umar ibn Khattab radiallahu anhu wa arda? O Allah, leite denjenigen der beiden Umars recht, der die Liebe ist und den du Liebe hast. Welche sind denn die beiden Umars gewesen? Ja? Nicht Amr ibn As, nein. Wer ist der Umar ibn Khattab, wissen wir. Wer ist, hä? Und wer ist Amr ibn Hisham? Abu Jahl, genau. O Allah, leite denjenigen der beiden Umars, also Umar und Amr, recht, ja, der dir lieber ist. Entweder Abu Jahl, der Erzfeind unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, oder Umar ibn Khattab, radiallahu anhu arda. Und Abu Jahl hieß Amr ibn Hisham. Was für ein Dua unseres Propheten, das ist ein unglaubliches Dua. Allein aus diesem Dua können wir schon sehr, sehr viel lernen. Und zwar lernen, wie wir Dua machen sollten und wie wir uns verhalten sollten gegenüber unserem Schöpfer. Der Prophet sagte nicht, oh Allah, leite beide recht. Hätte er auch machen können, oder? Aber der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hatte ein gewisses Schamgefühl gegenüber seinem Schöpfer. Es ist genauso, wie wenn du zu jemandem gehst. Ich bitte dich um Geld. Ja? Ich kann gleich kommen und sagen, gib mir mal bitte 2.000 oder 3.000 Euro. Oder ich kann kommen und sagen, könntest du mir bitte, weiß ich, 50 Euro leihen. Das ist ein großer Unterschied, oder? Und deswegen, das merkt ihr auch bei einigen Bettlern. Es gibt manche Bettler, die betteln auf hohem Niveau. Die kommen gleich zu dir, ja, und sagen, ja, ich habe ein Ticket verloren und ich brauche ein Flugticket und ich brauche nur 300 Euro. Oha, nur 300 Euro? So jemand gibt es so und so nicht. Warum? Weil du merkst, der ist unverschämt. Und dann gibt es jemanden, der sehr zurückhaltend ist. Bei dem merkst du, er ist ehrlich. Und er sagt, könntest du mir vielleicht 50 Cent geben? Aber was ganz anderes. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns aufgezeigt, wie wir Allah subhanahu wa ta'ala bitten sollten. Dass wir, auch wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala bitten, immer auch in gewisser Weise ein Schamgefühl an den Tag legen sollten und um etwas bitten sollten, was auch realistisch ist. Es gibt manche Leute, die bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Dinge, die absolut unrealistisch sind. Und das nennt man i'tida fi du'a. Al-i'tida fi du'a, dass ich in meinem Bittgebet übertreibe. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er weiß, Allah ta'ala, er könnte die gesamte Menschheit recht leiten, wenn er wollte.
Es könnten alle plötzlich in einem Moment Muslime werden, aber das ist nicht das, was Allah Ta'ala für die Menschheit vorgesehen hat. Und dementsprechend war unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam realistisch und voller Scham in seinem Dua gewesen und er bat Allah subhanahu wa ta'ala, dass einer von beiden Umars den Islam findet. Und zwar derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala lieber ist. Und es war Umar ibn Khattab radiallahu anhu gewesen, der unglaubliche Eigenschaften auch schon vor dem Islam hatte. Umar ist bekannt gewesen schon vor dem Islam für seinen Gerechtigkeitssinn. Und genau das ist auch der Grund gewesen, weshalb Umar ibn Khattab, obwohl er so hart gegenüber den Muslimen gewesen war, weshalb Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda, dann vorhatte, auch den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu töten, weil er nämlich das Gefühl hatte, er stiftet Unheil in der Gesellschaft. Das ist sein Grund gewesen. Und er hat gesagt, lieber übernehme ich das und mögen die Menschen mich danach umbringen und töten dafür, dass ich Muhammad sallallahu alaihi wa sallam getötet habe, aber diesem Unrecht aus seiner Sicht, bevor er Muslim wurde, muss endlich ein Ende gesetzt werden. Und Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda, er machte sich auf den Weg. Und wahrscheinlich spielte der Islam von Hamza ibn Abd al-Muttalib ebenfalls ein Grund hierfür. Es gibt jetzt einige Überlieferungen, die sind alle nicht ganz authentisch, wie sozusagen Umar ibn Khattab den Islam angenommen hat. Aber man kann trotzdem sich teilweise auf sie stützen und daraus wichtige Informationen entnehmen. Und zwar gibt es einige Überlieferungen, aus denen hervorgeht, dass Umar ibn Khattab schon zuvor ein, zweimal den Koran gehört hat. Und zwar während der Prophet sallallahu alaihi wa sallam vor der Kaaba den Koran rezitierte, unter anderem Surat Al-Haqqa. Und es gefiel ihm. Aber zu diesem Zeitpunkt war er noch nicht bereit gewesen, den Islam wirklich anzunehmen. Und als dann Hamza ibn Abd al-Muttalib jetzt den Islam annahm und die Muslime dadurch gestärkt wurden, war er entschlossen gewesen, dem ein Ende zu setzen. Und er machte sich auf den Weg zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wusste er, wo Mohammed ist? Nein. Weil wo haben sich die Muslime versammelt? In welchem Haus? Wie hieß nochmal das Haus? Al-Arqam ibn Abi Arqam. Wussten die Muschlikun, die Feinde, wo dieses Haus ist? Nein, wussten sie nicht. Sie haben sehr darauf geachtet, dass niemand davon mitbekommt. Damit sie sich in Ruhe dort treffen können und damit das Haus nicht gestürmt wird oder dann vielleicht sogar belagert wird. Und dementsprechend suchte Umar ibn Khattab nach dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und er rannte umher und er machte auch keinen Hehl daraus und kein Geheimnis daraus, dass er wirklich Muhammad sallallahu alaihi wa sallam umbringen möchte. Und auf dem Weg und auf seiner Suche nach Muhammad sallallahu alaihi wa sallam traf er auf einen Mann mit dem Namen Nu'aym ibn Abdillah. Nu'aym ibn Abdillah, und das wusste Umar nicht, war Muslim gewesen, aber er verheimlichte seinen Islam. Und er sah, wie zornig Umar war, und er fragte ihn, was ist los? Wohin des Weges? Warum bist du so zornig? Woraufhin er sagte, ich möchte endlich diesem Mann, der unsere Gesellschaft gespaltet hat, der unsere Stadt gespaltet hat, ich möchte diesem Mann ein Ende setzen und ich werde ihn umbringen. Ich werde ihn töten, egal was ist. Nu'aym weiß nicht, was er tun soll. Er muss in irgendeiner Weise den Propheten schützen, sallallahu alaihi wa sallam. Er kann ihn auch nicht vorwarnen. Er wusste, dass der Prophet im Haus von Al-Arqam ist, aber wie gesagt, früher oder später wird Umar ibn Khattab auf ihn treffen. Selbst wenn er sich dort versteckt. Und was machte Nu'aym jetzt? Er versuchte, ihn davon abzubringen, indem er nämlich ein wichtiges Geheimnis verriet. Aber nur aus Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und was war dieses Geheimnis gewesen? Ah, genau. Er sagte, bevor du zu Muhammad gehst, solltest du lieber erstmal schauen, was deine Schwester und ihr Mann tun. Weil sie sind nämlich ebenfalls von ihrem Glauben, also dem Glauben ihrer Vorväter abgefallen und sind Muslime geworden. Als Umar ibn Khattab das hörte, wurde er noch zorniger. Und er begab sich direkt zum Haus von seiner Schwester Fatima bint al-Khattab. Wer war ihr Ehemann gewesen? Wer war der Ehemann von Fatima bint al-Khattab? Sa'id ibn Zayd. Sa'id ibn Zayd ist einer der 10, denen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das Paradies
prophezeit hat, noch zu Lebzeiten. Und wer war gerade bei ihm gewesen? Khabbab ibn al-Arad. Und was machte Khabbab ibn al-Arad bei ihnen? Er lehrte ihnen den Koran. Wenn wir uns das anhören noch einmal, ganz, ganz wichtig, ein kleiner Exkurs. Immer wieder hören wir, dass da Leute zusammen gewesen sind. Sie haben miteinander den Koran studiert. Sie haben sich getroffen im Geheimen, um sich mit dem Koran zu beschäftigen. Da sehen wir noch einmal, wie wichtig der Koran, meine lieben Geschwister, für unseren Alltag ist. Und wie wichtig es ist, dass wir uns immer wieder allein in Gruppen, in Kreisen mit dem Buche Allah subhanahu wa ta'ala auseinandersetzen müssen, damit wir unseren Glauben richtig verstehen. Umar ibn Khattab, er steht vor der Tür, er hört jetzt. Und wie gesagt, diese Überlieferungen, nochmal ganz, ganz wichtig, die sind alle nicht ganz authentisch, aber sie werden in der Sira erwähnt. Und man kann aus ihnen wichtige Schlüsse ziehen. Umar ibn Khattab, er steht vor der Tür, er hört jetzt komische Worte, die dort rezitiert werden, und er klopft an die Tür und fragt, was dort geschieht. Khabbab ibn al-Arad, er versteckt sich. Umar ibn Khattab, wird die Tür geöffnet, er geht hinein und er fragt, was ist das in eurer Hand? Und die Geschichte kennen wir jetzt, er schlägt seine Schwester, und in diesem Moment, wo er seine Schwester schlägt und wo er sieht, wie sie blutet, bekommt er Mitleid. Und jetzt kommt dieser weiche Kern hervor. Eine harte Schale, aber ein weicher Kern. Subhanallah. Dieser Widerspruch in Umar ibn Khattab, unglaublich. Er schlägt seine Schwester und in diesem Moment tut es ihm leid. Wie kann er so etwas tun, dass er seine eigene Schwester schlägt? Und dann sieht er, wie seine Schwester auf dem Boden liegt. Und sie sagt zu ihm, klar und deutlich, ja, wir sind Muslime geworden. Wir befolgen die Religion des Islam. Umar ibn Khattab beruhigt sich und er fragt nur, was ist das in eurer Hand? Und jetzt wird seine Schwester mutig. Und was sagt sie zu Umar? Du darfst das nicht anfassen. Du darfst das nicht anfassen. Das sind die Worte Allahs. Du musst dich vorher reinigen. Und Umar ibn Khattab, er lässt sich darauf ein. Und in dem Moment, wo er sich reinigt, reinigt er nicht nur sein Äußeres, sondern er reinigt auch automatisch sein Inneres. Allah subhanahu wa ta'ala, er legt die Hidayah in sein Herz. Und deswegen, meine lieben Geschwister im Islam, nochmal ganz wichtig, der Wudu ist so unglaublich wichtig. Umar ibn Khattab hat sicherlich kein Wudu gemacht. Er wusste ja nicht, wie Wudu geht. Aber es zeigt uns noch einmal, wie wichtig diese rituelle Gebetswaschung ist. Diese rituelle Gebetswaschung, welche wir manchmal vernachlässigen, ist nicht einfach nur Wasser, was ich an meine Hände, an mein Gesicht, an meine Arme tue. Nein, mit der rituellen Gebetswaschung wasche ich jedes Mal meine Sünden aus meinem Körper heraus. Und mit jedem Tropfen, der hinabfließt, fließen auch meine Sünden herab. Und deswegen, wenn du den Wudu machst, die rituelle Gebetswaschung, dein Abdest vollziehst, dann solltest du immer versuchen, mit dieser Absicht den Abdest zu vollziehen. Dass du dich versuchst, von deinen Sünden zu reinigen, dein Herz zu reinigen, weil du dich jetzt vor Allah subhanahu wa ta'ala stellst. Und deswegen meine Nasiha, wenn du gesündigt hast, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, und das passiert uns jedem, wenn du gesündigt hast, dann mach Wudu mit den zwei Raka'a. Und sei dir sicher, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird dir aufgrund dieser zwei Raka'a vergeben. Und nicht nur das, du wirst diese Erleichterung, nachdem du diese Sünde begangen hast, in deinem Herzen verspüren. Genauso wie Umar ibn Khattab in diesem Moment gespürt hat, wie die Hidayah, die Rechtleitung in sein Herz gelangt ist. Und er nimmt jetzt diese Worte und er konnte lesen. Und er liest, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Wir haben den Koran nicht auf dich herabgesandt, damit du Leiden ertragen musst. Illa tazkiratan liman yakhsha. Nur als eine Warnung, eine Erinnerung für jenen, der gottesfürchtig ist. Bis zum Ende der Verse. Als er diese Verse liest, kann er nicht anders. Und er ist bereit, den Islam anzunehmen. Aber er will das nicht vor deiner Schwester tun, sondern vor wem will er das tun? Vor dem Propheten selbst. Und einige von uns oder von euch mögen jetzt sagen, ach, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Da liest jemand ein paar Worte aus dem Koran und wird direkt Muslim. Ich kenne selbst Leute, die den Koran nur auf Deutsch gelesen haben, auf Deutsch. Die nach Al-Fatiha, ein Bruder, der ist immer noch Muslim, Alhamdulillah, schon lange Muslim, auch sehr aktiv, der hat mir das selbst erzählt, der hat die Übersetzung aufgemacht, ja, liest Al-Fatiha und liest den ersten und zweiten Vers aus Surat Al-Baqarah. Und zwar, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fi, jenes Buch, kein Zweifel in ihm.
Und nachdem er diese Worte gelesen hat, hat er gesagt, das können nicht die Worte eines Menschen sein. Wer so selbstsicher von sich selbst spricht, der muss auch wissen, was er schreibt. Und er ist Muslim geworden, aufgrund eines Verses im Koran. Und dementsprechend, meine lieben Geschwister im Islam, wir dürfen solche Geschichten nicht geringschätzen, ganz im Gegenteil. So etwas kann wirklich passieren. Und Umar ibn Khattab, er geht direkt zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, nachdem er dann seine Schwester gefragt hat. Und Khabab ibn Arad kam dann auch hervor. Und er sagte zu ihm, vielleicht hat Allah subhanahu wa ta'ala das Bittgebet deines und unseres Propheten angenommen in Bezug auf dich. Und er erwähnte dann, was er für ein Bittgebet gemacht hat. Und Umar ibn Khattab fragte daraufhin, wo befindet sich der Prophet? Und sie sagte, im Haus von Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Und er ging zu dem Haus, er klopfte an die Tür. Die Muslime bekamen Angst. Hamza ibn Abdul Muttalib, er war anwesend gewesen. Er sagte, sollte er etwas wollen, weil er hatte sein Schwert gezogen gehabt, dann werden wir ihn mit seinem eigenen Schwert töten. Und sie machen die Tür auf. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er geht zu Umar, nimmt ihn am Kragen und sagt, ist nicht endlich die Zeit gekommen, dass du die Wahrheit akzeptierst? Ist nicht endlich die Zeit gekommen, dass du die Wahrheit akzeptierst? Woraufhin Umar ibn Khattab vor allen Muslimen sagte, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allahs und dass du der Gesandte Allahs bist. Als er das gesagt hat, hat das Haus von Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam gebebt durch den Takbir. Sie haben sich gefreut, weil sie wussten ganz genau, Hamza ist Muslim, Umar ibn Khattab ist Muslim, ab heute brauchen sie keine Angst mehr zu haben. Die Situation wird sich ändern. Was ist das Erste, was Umar ibn Khattab macht? Das Allererste, nachdem er Muslim ist. Behält er es für sich? Nein. Zu wem geht er? Zu Abu Jahl als Allererstes. Er geht zu Abu Jahl, klopft an seine Tür. Er macht, Marhamad, Umar, wie geht's? Sagt Umar, ich bin Muslim geworden. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Abu Jahl schmeißt die Tür zu und sagt, Tabahakallah. Ja, Allah hat dich erniedrigt. Ja, gleich das Allererste. Abu Jahl ist sauer. Warum? Zwei Leute sind jetzt Muslime geworden. Sie wussten ganz genau, die Situation wird sich ändern. Umar ibn Khattab geht direkt zu einer Person, welche damals die Nachrichtenagentur in Mekka gewesen ist. Kennt ihr solche Personen? Ja, der brauchst du nur etwas zu erzählen, plötzlich wissen es alle. Ja, das war die Nachrichtenagentur in Mekka gewesen. Und zwar geht er zu dieser Person und diese Person hieß Jamil ibn Muammar. Ja, und er ging zu ihm und sagte, oh Jamil, ich bin Muslim geworden. Was macht Jamil? Er wartet nicht eine Sekunde, rennt direkt zur Kaaba und ruft mit lauter Stimme, oh hört, oh Quraysh, Umar ibn Khattab ist Muslim geworden. Und was passiert in diesem Moment? Einige Leute in Mekka wollen das nicht akzeptieren. Und sie gehen zu Umar ibn Khattab und versuchen ihn zu schlagen. Und es wird überliefert, dass sie bis zum Sonnenuntergang die ganze Zeit gekämpft haben. Die haben sich geschlagen, richtig geschlagen, weil sie das nicht akzeptieren wollten. Aber Umar ibn Khattab ist nicht irgendjemand gewesen. Und nachdem das geschehen ist, haben die Muslime gesagt zueinander, jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir unseren Glauben in der Öffentlichkeit praktizieren können. Und genau das haben sie auch getan. Sie haben ab jetzt nicht mehr nur im Haus von Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam sich getroffen, sondern sie haben sich teilweise vor der Kaaba, vor As-Safa getroffen, weil sie nämlich wussten, dass sie eine Unterstützung haben, nämlich die Unterstützung durch Hamza ibn Abd al-Muttalib und die Unterstützung durch Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Und hier sehen wir nochmal, meine lieben Geschwister im Islam, was zwei Personen bewirken können. Unterschätze niemals einen Menschen. Ein Mensch kann sehr viel bewirken. Ein einziger Mensch kann sehr, sehr viel bewirken. Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, dass wir als Muslime auch immer wieder versuchen, Da'wah zu machen. Da'wah zu machen mit allen Menschen. Aber auch gerade mit Menschen, welche ein gewisses Ansehen in der Gesellschaft haben. Eine Person, die Ansehen in der Gesellschaft hat und die Muslim wird, kann viel mehr bewirken als eine Person, die nicht dieses Ansehen hat. Als Beispiel aus unserer heutigen Zeit. Nehmen wir mal ein Beispiel aus unserer heutigen Zeit. Jemand wie Muhammad Ali, der Muslim geworden ist. Wie viel konnte er bewirken? Das ist ein Sportler und nicht irgendein Sportler, der Sportler des Jahrhunderts. Obwohl gegen den Islam in den USA aufs Schlimmste gehetzt wurde, hat er es geschafft, als Muslim das Bild des Islam einigermaßen in den Köpfen der Menschen zu verändern. Er ist vielleicht einige der wenigen Personen,
bei denen die Menschen, wenn sie an den Islam denken, an etwas Positives denken. Normalerweise denken die Menschen immer an was? Immer an Terror, Frauen unterdrücken. Bei Muhammad Ali denken sie an etwas Positives. Und da sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir Dawa machen, auf allen Ebenen. Und dass wir uns als Moscheegemeinden öffnen. Und dass wir versuchen, wirklich alle Menschen zu erreichen. Nicht nur bestimmte Menschen, sondern wirklich alle Menschen zu erreichen. Weil wir wissen nicht, ja, wenn einer von den Menschen, die wirklich Ansehen in der Gesellschaft haben, Muslim wird, dann kann er vieles ändern für die Muslime. Wenn wir hier in Deutschland beispielsweise nehmen, wenn wir jemanden nehmen wie beispielsweise Murat Hoffmann. Murat Hoffmann ist eigentlich Wilfried Hoffmann, ehemaliger Botschafter, ja, ich glaube in Algerien. Wie viel er auch verändern konnte durch seine Bücher, durch sein Auftreten. Und da sehen wir, dass manchmal Personen, die ein gewisses Gewicht haben, die ein gewisses Ansehen haben, auch nachdem sie Muslime geworden sind, sehr, sehr viel verändern können. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat in einer Überlieferung etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt. Er sagte, خَيْرٌ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَيْرُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا. Die besten Menschen in der Jahiliyyah, in der vorislamischen Zeit, sind auch die besten Menschen im Islam, wenn sie sich Wissen aneignen. Wenn sie sich Wissen aneignen. Warum? Weil sie ihre positiven Eigenschaften nicht ablegen durch den Islam. Ganz im Gegenteil. Der Islam, er vervollkommnet ihre positiven Eigenschaften. Ein anderes Beispiel. Nehmen wir jemanden wie Cat Stevens, Yusuf Islam. Ja? Schau mal, wie viele Menschen er erreichen kann. Viel mehr Menschen als ein einfacher Muslim. Warum? Ja? Weil er ein bekannter Musiker war, der dann es auch geschafft hat, ja, viele Menschen zu erreichen, auch nachdem er Muslim geworden ist, auch unter anderem durch seine Musik. Und da sehen wir, wie wichtig das ist, dass wir da auf allen Ebenen betreiben, wie es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auch selbst getan hat. Vielleicht noch ganz, ganz lustig, und zwar abschließend dazu, insha'Allah ta'ala. Also, viele Menschen hätten sich niemals vorstellen können, niemals, dass Umar ibn Khattab Muslim wird. Und es gibt eine schöne Begebenheit von zwei Leuten, welche nach Abessinien ausgewandert sind, und es kam dann zu einer Begegnung zwischen ihnen und zwischen Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda, und zwar hieß diese Frau und ihr Ehemann, also Abdillah bint Abi Hathma, und sie haben sich getroffen auf jeden Fall und haben sich dann miteinander unterhalten, und Abdillah sagte daraufhin, ich hoffe, dass Umar ibn Khattab eines Tages Muslims wird. Was sagte daraufhin ihr Mann zu ihr? Er sagte, فَلَا يُسْلِمُ الَّذِي رَأَيْتِ حَتَّى يُسْلِمَ حِمَارُ الْخَطَّابِ. Also denjenigen, den du gerade sozusagen gesehen hast, also Umar ibn Khattab, ja, der wird nicht eher Muslim werden, ehe der Esel von seinem Vater Muslim wird. Also bevor Umar Muslim wird, wird eher der Esel von dem Vater von Umar Muslim als er. Ja? Also die Menschen hätten niemals sich vorstellen können, dass jemand für Umar ibn Khattab Muslim wird. Und was lehrt uns das? Das lehrt uns noch etwas anderes Wichtiges. Dass wir niemals sagen dürfen, der kann nicht Muslim werden. Es ist unmöglich, dass der Muslim wird. Das weißt du doch gar nicht. Du weißt auch nicht, was in den Herzen der Menschen ist. Die Menschen hätten sich damals nie im Leben vorstellen können, dass Umar ibn Khattab Muslim wird. Ich meine, unser Prophet, er hoffte sich sogar, dass Abu Jahl Muslim wird, muss man sich vorstellen. Sogar Abu Jahl, er hatte Dua gemacht, entweder Abu Jahl oder Umar. Hätte auch Abu Jahl treffen können, oder? Und subhanallah, sie sind Muslime geworden. Eine Frau wie Hind, die Ehefrau von Abu Sufyan, Hind bint Utba, ist Muslimin geworden. Obwohl sie den Onkel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam geschändet hat, nachdem er gestorben ist und gefallen ist in der Schlacht. Viele Erzfeinde sind Muslime geworden. Und deswegen, wir dürfen niemals glauben, dass Allah ta'ala es nicht vermag, dass jemand, der den Islam vorher gehasst hat, Muslim wird. Kennt ihr diesen Typen, der in den Niederlanden, der vorher Islamkritiker gewesen ist, ich habe seinen Namen gerade nicht im Kopf, ja? Der ist vor einigen Jahren Muslim geworden, obwohl er vorher aufs Übelste gegen die Muslime gehetzt hat. Und ist Muslim geworden, hat jetzt Hajj gemacht und Umrah gemacht, ja? Und spricht sich jetzt für den Islam aus. Deswegen, lasst uns weiterhin Da'wah machen, insha'Allah ta'ala. Lasst uns weiterhin den Menschen die Schönheit unseres Glaubens aufzeigen, auf das Allah ta'ala viele Herzen öffnet, so wie er das Herz von Hamza ibn Abdul Muttalib und von Umar ibn Khattab radiyallahu anhu geöffnet hat.
Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ihren Weg gehen lassen. Amin ya Rabbil Alamin.